viele wie kann ich das erklären, Kür, die am Bewegen sind. Das heißt, viele, man hat gerne so ein kleines Wagen und dann hat man Dinge, die es kaufen kann und es schickt das dann von Ort zu Ort und ja, die Leute anzusprechen. Das funktioniert. Dass man den Grund wirklich dieser Folie. Ja, zum Thema Bildung, wo ich auch später noch in dem anderen Vortrag eingehen werde, Im Kindergarten meistens so zwischen 2 und 3 Jahre, die Grundschule, man wird eingeschult mit 6 Jahren und dann dauert es noch 6 Jahre und dann Gymnasium, 7 Jahre, meinen Abschluss, Äquivalent zur Abitur hier und dann kann man in die Universität gehen oder einen Beruf aufnehmen. Die Schulbildung schult sich nur im Osten. Dann hat man so Zahlen, so ein Lehrer pro 130 Schüler. An der Bühnenreiter, Mina, 35, Frauen, 90. Ja, man denkt, okay, es ist alt, es braucht noch ein Jüngeres, dann kommen die dazu. Ja, ist das so. Traditionelle Architektur, unterschiedlich, ist mehr so im Westen des Landes, und wie die Häuser aufgebaut sind. Hier sind wir Pygmäenbau. Pygmäen, die kommen im Süden, die sind sehr, sehr kleine Menschen. Ich glaube, die sind sehr, sehr klein. Ich bin halt sehr kleine Menschen. Und so, so leben die auch. Die leben meistens in den Regenwald oder in Profil. Alle Kinder erhalten eine Schule oder Ausbildung. Unsere Mission ist, den Kindern und Jüngsten in Kamerun Bildung durch finanzielle Unterstützung zu ermöglichen, durch Bildungsstipendien. Und unser Konzept sieht so folgendermaßen aus, das heißt, Kinder, die aus extrem schwierigen finanziellen Verhältnissen kommen, darunter Waisen, Hauptwaisen, wie ich schon in einem Vortrag gesagt habe, sie kommen in den Dörfern, wo wirklich die Not zu Hause ist. Weil die Leute, die sind nicht wohnen, es geht relativ gut und wir haben die Probleme nicht so extrem. Und da sind unsere Projekte, wo man kann die Schüler mit dem Problem aufschreiben, aber und auch ein Problem für viele Kinder, die von armen Kindern kommen und die Eltern, die haben dieses Schulgeld zu gemacht. Und glaub mir alle, die aktuellen Geschichte sind so Haufen, ja, da sind so Hälfte, die dann weiß ich mir, was machen muss und du bist wirklich an viele deine Kraft und bringst wirklich erwarten wir schauen. Und Akum ist die Koordinator, der jetzt hier so die Koordination macht. Und Richard war auch mit mir meine Besitzung. Das war eine sehr anstrengende Arbeit für mich. Also da gab es 2007. Ich war schon 6 Jahre schon in Deutschland und da war ich quasi so auf Urlaub. Ich musste noch meine Eltern wiedersehen, meine Familie sitzen und so mich gut gehen lassen. Aber es war nicht zu fahren, weil es war so hin und her, zack. Und dann, als ich zurückkam nach 4 Wochen, dann war es mein Urlaub. Und ich habe mich wieder näher geholt, als da unten, als ich hatte, es war eine Erholung. Hier sind unsere Bildungsleute. Ein Teil von denen. Dann zum Ausbildung, die Wein lernt, macht seinen Trade oder seine Lehre zum Automechaniker. Ist auch ein Problem, auch da bei uns nicht hier in Hinsatz, sondern wo ich glaube, wenn man hier eine Lehre in Amerika, aber ich bin jetzt in Kamerun, und er ist auch in der Agrarsektor da sehr beteiligt, er bildet auch junge Leute aus in der Agrarsektor. Er ist der Schatzmeister. Und dann meine Mutter ist da als die PS, ich will es nicht sagen. Wir haben schon kurz ins Leben gefasst. Man kann davon ausgehen, dass alles gut läuft und solange das Geld noch an ist. Wir können kein Pfennig sein. Meistens
Sie steppen auch ab und zu mal Gelder auch rein, diese eigenen Gelder, weil manchmal sagen sie, wir brauchen Geld und wir müssen auch Geld abholen und so kommen die Probleme. Sie machen auch eigenes Geld in Kritiken, weil sie Transport. Ja, der Koordinator kommt, er sagt, ich muss jetzt wohin gehen und sowas machen, dann ja, wird er sagen, mein Vater oder sonst wer gibt auch Transportgelder. Also, weil vieles läuft auch so mit viel Sacrifice dabei. Also. Auf der Homepage steht uns ein Bericht über den Zertifikatinnen und Preis und die Industrie-Buchstab-Gesellschaft. Nein, nicht die Zertifikatinnen. Es war Bruttosozialpreis. Okay. Bruttosozialpreis, wir waren in Berlin letztes Jahr, November bis Dezember. Wir haben uns in einem Nachwuchswettbewerb einmal teilgenommen. Es war so, es war ein Nachwuchswettbewerb für Social Marketing, sprich, wie man solche sozialen Zwecken, solche gemeinsamen Dinge, wir geben dir persönlich heute keins. Okay. Wir wollen lieber deine Arbeit.